Ich zeige Ihnen nun ein mögliches Szenario. Ich kopiere ein Aufgabenblatt in den Fachordner der Klasse und gebe dann der Klasse eine Mitteilung. Dazu beginne ich in Privat, also meinem Ordner, Dateien, kopiere das Aufgabenblatt in meine Klasse, den Ordner Physik. Wechsle jetzt in die Klasse und gebe der Klasse eine Mitteilung. Aufgabe Physik vom und habe dann den Text schon vorbereitet. Kopiere ihn ein und verweise jetzt über das Pluszeichen auf die Datei. Im Ordner Physik, Datei auswählen. Ich könnte jetzt noch wählen internen Link oder den Link Version. Ich nehme Dateiname, übernehme und die Farbe lasse ich standardmäßig, Löschzeitpunkt. Bis wann ist die Aufgabe gültig, also bis zum Freitag. Am Ende speichere ich die Mitteilung und die Klasse hat soeben diese Information erhalten. Ich finde es jetzt mal gar nicht so schlecht, wenn jetzt auch die Lehrer diese Mitteilung mit erhalten, denn so können die Kolleginnen und Kollegen sehen, hier hat die Klasse dann und dann schon die Aufgabe erhalten. Über den Link komme ich jetzt in das Aufgabenblatt und kann jetzt hier weiter dieses Blatt bearbeiten.